Wir sind heute in Götzis bei uns, Stermann und Grissemann von Willkommen Österreich. Ihr seid auf Tour mit eurem neuen Bühnenprogramm Gags, Gags, Gags. Könnt ihr vielleicht ein bisschen erzählen, was erwartet die Vorarlberger heute hier beim Ambach? Naja, das erklärt sich durch den Titel eh schon relativ. Es werden Gags, Gags, Gags geliefert. Mal bessere, mal schlechtere. Mhm. Wie halt in der Sendung auch. Und wie kann man sich das vorstellen? Ist da sehr viel vorgegeben oder kommt da auch sehr viel spontan? Ich würde mal vorgegeben, es sind wahrscheinlich 85% ein Gerüst, an dem man sich sozusagen festhalten kann. Je nachdem, was passiert, ob es irgendwelche Zurufe vom Publikum gibt, dann ist man ja gezwungen, spontan zu reagieren. Aber am liebsten ist uns natürlich, wenn das Publikum still ist, und dann kann man sein Ding komplett durchziehen und ist gegen 23 Uhr wieder im wohlverdienten Hotelzimmer. Und wenn ihr jetzt euch entscheiden könnt, entweder vor der Kamera oder auf der Bühne, was macht ihr lieber? Auf der Bühne ist es natürlich viel besser, aber es ist für mich ist es zunehmend anstrengend, so weit zu fahren immer für Auftritte. Also mir wäre es lieber, die Leute kämen in ein Theater in meiner Nähe in Wien, sodass ich danach immer nach Hause gehen kann. Mich öden die Hotelzimmer ein bisschen inzwischen an. Aber ja, dass er nicht geht, muss man also hinfahren zu den Leuten, und auf der Bühne ist es viel lustiger als im Fernsehen natürlich, weil im Fernsehen ist das alles zu aufgeregt und auf der Bühne ist es nicht so aufgeregt, du weißt, was du machst, das ist quasi eingeübt und es macht viel mehr Spaß einfach auf der Bühne. Ihr werdet ja oft auch angesprochen auf eure Grenzen. Habt ihr mittlerweile eure gefunden oder geht ihr doch immer wieder gern drüber? Humorgrenzen? Ich glaube, es gibt kann keine Grenzen geben im Humor. Der funktionierende, gute Witz lebt davon, dass er über Grenzen geht. Insofern ist die Frage nach einer Grenze im Humor eine seltsame. Es ist sozusagen systemimmanent, dass man über Grenzen geht. Also gibt es keine Grenzen. Und wenn ihr jetzt auf die Bühne geht, wie schaut es aus? Wie bereitet ihr euch da genau vor? So die letzten Minuten, wie laufen die bei euch ab? Das siehst du so wie jetzt. Also wir sitzen, es ist immer das Gleiche. Man sitzt, man trinkt was, man isst, man bekommt was zu essen vorher. Man raucht und wartet, dass es endlich losgeht. Man zieht sich um, wird verkabelt, wartet nochmal und es ist sehr unspektakulär. Und jetzt, ich meine, ihr seid ja wirklich schon Profis, ist da trotzdem noch eine gewisse Anspannung da, bevor ihr auf die Bühne geht? Ja, klar. Also wenn es gar keine Anspannung im Vorfeld gäbe, wäre das echt traurig. Dann würde ich es auch, glaube ich, nicht machen. Das hält dann schon noch irgendwie lebendig, wenn man nicht genau weiß, was passiert. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass es nervenzerfetzende Anspannung ist. Es ist in Wahrheit schon, wie Stermann sagt, eigentlich relativ jedem anderen Beruf vergleichbar. Da weiß man auch nicht genau, was passiert, aber 90% sind klar. Also wenn ich im Architekturbüro arbeite, weiß ich, wen ich treffe. Es werden die Kollegen sein, die ich auch gestern schon getroffen habe. Vielleicht ist aber diesmal einer gestern rausgeschmissen worden und am nächsten Tag ein neuer da. Das ist die kleine Spannung im Vorfeld. Aber im Grunde sind das sehr routinierte Abläufe. Es ist sogar andersrum eher so, finde ich inzwischen, dass man, also ich zumindest bin vorher eher müde und freue mich dann, auf die Bühne gehen zu können, weil man dann wacher wird. Also man ist einfach diese 2-3 Stunden, die wir auf der Bühne stehen, bin ich tendenziell immer wacher als vorher. Und das finde ich ganz angenehm. Und nachher darf ich wieder in mich zusammenfallen. Und ihr seid ja schon so oft in Vorarlberg gewesen. Gibt es vielleicht einen Ort, der euch speziell in Erinnerung geblieben ist, wo ihr sagt, den verbindet ihr mit Vorarlberg? Ja, es ist in unserer Anfangsphase waren wir wirklich wahnsinnig oft im Konrad Zoom, in diesem Prachtclub Konrad Zoom. Da verbinden wir natürlich schon erste. Hallo, kommt doch einfach rein. Ja, das ist so ist dann immer so Auftritten. Man bekommt herrlichstes Essen. Ja. Man ist hier. Ja. Oh, schau, wie gut das ist. Sonst, wir können auch kurze Pause machen, wenn Sie die besten wollen. Okay. Im Konrads Hohm gab es so gutes Essen, glaube ich, nicht damals. Das war das Einzige, was im Konrads Hohm irgendwie ein bisschen störend war, dass die lokulischen Momente nicht ganz so ausgeprägt waren. Aber die ersten Hardcore-Auftritte Ende der 90er Jahre im Konrads Hohm sind mir in prägender Erinnerung. Einmal war ein Marder sogar während einer Veranstaltung im Publikum und hat die Leute in die Beine gebissen. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Also ihr könnt ruhig wieder ins Konrad-Zoom kommen, das gibt es nicht mehr. Ja, leider waren wir jetzt schon länger nicht im Konrad-Zoom. Aber Vorarlberg immer gut, muss man sagen. Also Publikum extrem aufgeschlossen, sehr nett,
sehr wach, sehr mittuend, keine schlechten Erfahrungen. Und gibt es vielleicht auch ein Vorarlberger Wort, das ihr bereits super gut kennt oder sagt, das ist so euer Lieblingsvorarlberger Wort? Zittig. Zittig? Zittig, okay. Ja. Bei mir ist es, weil es aber auch zusammenhängt mit einer Geschichte, weil ich das nicht wusste, was Nabig heißt. Und ich dachte immer, Nabig, guten Abend, das ist also guten Abend, oder? Nabig, oder sage ich es falsch? Also ich komme von Sulz und ich sage Norbert. Wie sagst du? Norbert. 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 Du sagst Norbert? Nein, Norbert. Ach so. Norbert. Wie? Ich meine, Nabig gehört zu haben und dachte, das bezog sich irgendwie auf die eigene Haut oder was. Nabig finde ich, aber es gibt es ja scheinbar gar nicht, aber es ist mein Lieblingswort. Ein Wort, das es offensichtlich gar nicht gibt, weil ihr sagt ja Norbert, wenn ihr euch abends trefft. N-Apostroph, Orbert. O-B-A-T. Ah, dann war das vielleicht irgendein Seitental, wo ich Nabig gehört habe. Aber bei uns in Vorarlberg sagen so viele Dörfer irgendwie was anderes als von dem her. Ansonsten ist mein Lieblingswort, glaube ich, Bödele. Ist Bödele, das finde ich schön. Dann werden alle meine Fragen beantwortet. Ich sage danke vielmals und wünsche euch heute Abend viel Spaß. Ja.